Hallo. 21 Winter habe ich in diesen kalten Mauern verbracht. Hallo. Warum guckst du so kritisch? Du hast es toll gemacht. Sollen wir nochmal machen? Warum guckst du mich an wie ein Schlossgespenst? Was hast du gerade überlegt? War's das? Also, das war der Anfang. Jetzt geht es erst richtig los. Ja. Du hast das super gemacht. Das ist wahr. Ja. Okay. Hallo, Johannes Weigle. Ja, hallo. Grüße dich, Claudia. Es ist die besonderste Kulisse, in der ich bis jetzt empfangen wurde. Du wohnst in diesem Schloss. Ich wohne in diesem Schloss seit über 20 Jahren. Johannes, du bist Musiker und Maler. Genau. Wie kommt es, dass du ein Schlossherr bist? Naja, also ich bin zunächst mal Mieter. Als Schlossherr müsste ich auch die Dachreparaturen zahlen. Oh. Bin ich ganz froh, dass ich nur Mieter bin. Mhm. Und genau in der Zeit, in der das Haus, in dem ich gewohnt habe, in Echterdingen abgerissen wurde, hat ein Freund mir erzählt, er kennt ein Schloss in Remseck, wo noch eine Wohnung leer steht. Jedenfalls habe ich die Wohnung gesehen und ich war im letzten Jahr Kunstakademie und wusste, ich brauche dann eine Bleibe und möglichst eine Bleibe mit Malmöglichkeit, also mit Atelier. Vom Platz her super. Die Temperaturen geht so. Du hast gesagt, ne? Das war ja gerade der Einstiegssatz, es ist kalt bei genau. dir. Ja, also ich wohne eigentlich nur in einem Drittel der Wohnung, während sieben Monaten im Jahr. Und ab Mai freue ich mich dann wieder. Dann wird auch das Wohnzimmer bewohnt und die ganze Wohnung ist herrlich. Ist es spukig hier? Ich habe mal im Keller des Schlosses eine mumifizierte Katze gesehen. Aber das gehört schon zum Gruseligsten, was ich erzählen kann. Und beim zweiten Mal gucken war die Katze weg. Kann ich mir auch nicht erklären. Wir haben ja gerade gesagt, dass du Musiker bist und Maler. Ja. Jetzt gehen wir mal rein und gucken, wie gruselig es in dem Schloss und bei dir selbst zu Hause ist. Und in der Zeit, während wir die Treppen hochgehen, schalten wir in unseren ersten Beitrag und sind gleich zurück. Ja, und heute heißt es für Sie nicht die Nadel im Heuhaufen suchen, sondern die Moderatorin im Stroh. Herzlich willkommen auf den Strohwelten 2018 in Ludwigsburg. Ja, und das Tolle an den Strohwelten ist, das wird wirklich zu einem absoluten Erlebnis. Da werden auch wieder Kindheitserinnerungen wach. Sie haben gesehen, man kann sich im Stroh verstecken. Man kann aber auch wunderbar sich mit Stroh beschmeißen. Ja, und wenn man mal ein Päuschen braucht, kann man hier wunderbar auf den Strohballen chillen. Man kann sich auch das lästige Fitnessstudio sparen und kann hier einfach zwischendurch ein bisschen Krafttraining machen. Ja, oder man schlendert einfach durch diese tolle Ausstellung und schaut sich die schönen Kunstwerke aus Stroh an. Ja, die Strohwelten sind eine Wiederaufnahme des Themas Stroh im Frühjahr. Jeder denkt ja an Stroh, September, spätestens also August, September, wenn die Getreideernte rum ist. Da nehmen wir uns Zeit, über Winter Objekte zu gestalten und nehmen praktisch das Thema dann wieder neu aufs Programm im Frühjahr, wenn wir die Saison des blühenden Barock eröffnen, also ab Mitte März, dieses Jahr am 16. Und da geht es halt alles rund um Stroh, um altes Handwerk. Es geht um Traditionen auch so ein bisschen und es geht so ein bisschen um bäuerliches, ländliches Leben. Das ist ja ein Thema, was auch momentan wieder sehr stark kommt. Es sind ungefähr so 30 Tonnen Stroh, die insgesamt verarbeitet sind. Es haben 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben allein 3 Wochen an den Figuren gearbeitet. Aufbauarbeiten haben begonnen 2 Wochen vor der Eröffnung hier, mitten im Schnee noch. Das war auch dieses Jahr eine echte Herausforderung. Also dieses Jahr sind wir froh, dass wir überhaupt fertig geworden sind. Das Frühjahr ist ja noch ein bisschen verhalten, aber es lohnt sich auf jeden Fall, auf die Strohwelten im blühenden Barock zu kommen. Wir haben was ganz Tolles. Am 8. April gibt es eine deutsche Meisterschaft im Strohballen. Diese großen Strohballen wettrollen und gleichzeitig kann man diese eckigen Strohballen weit werfen. Das heißt, da liegt zum Beispiel der Rekord bei 13,50 Meter. Also wer sich das zutraut, kommen, es gibt wertvolle Preise zu gewinnen. Und dann natürlich unser Handwerkertag, unsere Mitmachaktionen rund ums Stroh. Also es lohnt sich noch bis 22. April ins blühende Barock zu kommen zu den Strohwelten. Hier ist dein Musikzimmer. Genau. Also ich habe hier unter anderem meine Musiksäge. Und mit so einer Musiksäge hat man immer so eine Art Opernsängerin im Haus.
Unglaublich. Aber darf ich sagen, trotzdem auch irgendwie gruselig? Ja, ja. Kannst du das voll verstehen, dass das auch in dieser Atmosphäre hier irgendwie das passt, gell? Ja. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich meine Jacke und meine Mütze anlasse. Ja. Aber es ist völlig, wirklich, das ist hier normal. Wirklich nicht gerade sommerlich bei dir hier. Nein, drin, ne? Nein, das stimmt. Du hast angefangen, Malerei zu studieren in Stuttgart. Und dann war die Frage, was passiert mit deinem Leben? Da gab es ein paar Auswahlmöglichkeiten und dann gab es einen Schicksalsschlag. Ja, der Schicksalsschlag war der Unfalltod von einem guten Freund. Mhm. Und dieser Schicksalsschlag hat mich dazu bewogen zu sagen, nee, ich nehme nicht den sicheren Weg, sondern den Weg, der meinem Herzen entspricht. Und das war dann die Malerei. Die Musik war ja schon da, aber ich bin kein guter Notenspieler, so kam das Musikstudium auch nicht in Frage. Und während des Studiums hat sich dann aber der musikalische Weg wieder weiterentwickelt. Weil man einfach sagen muss, mit der Malerei Geld zu verdienen, ist schwierig, ne? Also ich kenne auch Jahre, die eben nicht gut laufen oder wo wenige Auftritte sind und wo ich dann schon mal ein bisschen Sorgen kriege, wird es reichen? Aber bisher hat sich das immer wieder dann machen lassen. Also es kamen dann wieder bessere Jahre. Mhm. Und dadurch, dass ich hier zu einer spottbilligen Miete wohnen darf, muss man auch sagen, das ist pure Kulturförderung, komme ich durch und habe die Möglichkeit, so meine Welt im Kopf auf Zeichnungen oder in Töne zu verwandeln. So, mittlerweile angekommen, Johannes, in deinem Atelier. Ja. Was drückst du aus? Was soll deine Aussage sein? Wenn ich anfange, ein Bild zu malen, ist noch überhaupt gar nichts klar, sondern es wird einfach erstmal Farbe auf die Leinwand geworfen, bis sich dann irgendwann so ein Eindruck von Raum ergibt. Und erst dann fangen die Entscheidungen eigentlich an. Wir reden jetzt mal inhaltlich über ein Bild, und zwar über das hier. Das gefällt mir sehr gut. Das heißt Schutzengel zu spät. Das ist die Geschichte. Nun ja, die Idee von Schutzengeln ist ja, dass sie dann immer rechtzeitig kommen, wenn was passieren sollte. Und die Leute, die dann sagen, da habe ich einen Schutzengel gehabt, die sind alle am Leben. Das ist schon eine Auswahl. Und ich stelle mir eben vor, es gibt vielleicht die Situation, dass man denkt, nee, da war der Schutzengel absolut zu spät. Es könnte auch Gründe geben, warum Schutzengel zu spät sind. Man versucht immer aus dem, was man erlebt, einen Schluss zu ziehen. Wie kann ich mir das erklären, dass Dinge passieren, dass es nicht gerecht zugeht? Und das ist eben auf eine eher humorvolle Art versucht zu erklären. Und eine sehr schöne Art. Und Johannes, wir verlassen dein Atelier, weil erstens ist zu kalt. Ist mir so kalt, meine Finger frieren wir wirklich ab. Und wir sind auch schon fast gleich am Ende. Dann gibt es unsere zwei Veranstaltungstipps. Vorher schalten wir noch mal in den nächsten Beitrag und sind dann gleich wieder im etwas wärmeren Raum da. Wie oft gehen Sie am Kunstmuseum in Stuttgart vorbei? Ich empfehle Ihnen das nächste Mal nicht vorbei, sondern unbedingt reinzugehen. Gezeigt werden die Bilder von Patrick Angus. Mit über 200 Gemälden und Zeichnungen ist das die größte Ausstellung, die es jemals zu Patrick Angus gegeben hat. Der Amerikaner hat mit 12 Jahren angefangen zu malen. Ich glaube, er wollte seine Umgebung festhalten, wie eine Fotografie, Erinnerungsbilder schaffen und hat dann angefangen, seine Eltern zu malen, oder seine Schreibtischplatte ganz einfach als Studien, ist dann immer weiter raus, auch aus dem Apartment, in die freie Natur zum Beispiel oder dann auch später in die Striptheater, um etwas festzuhalten, was man so von außen gar nicht sehen konnte und das der Welt durch seinen Blick zu zeigen. Patrick Angus hat die schwule Lebenswelt in New York in den späten 70ern und 80er Jahren abgebildet. Sein Anliegen war es, Homosexuellen eine Stimme zu geben. Besonders an den Bildern ist, dass er auch seine eigene Homosexualität thematisiert oder homosexuelle Männer überhaupt zeigt. Und das schafft diese Offenheit hier im Raum, hier im musealen Raum, den wir schaffen wollten. Und das ist schön, dass es gelungen ist.
1992 starb er mit nur 38 Jahren an AIDS. Hat er überhaupt noch mitgekriegt, wie viel Anerkennung seine Bilder bekommen? Knapp mitbekommen in seinem letzten Lebensjahr eigentlich. Also ab 1988 ist er etwas bekannter geworden, vor allem in der Szene von homosexuellen Männern, die sich auch von ihm haben malen lassen. Und aber erst 1991, 92 um die Jahreswende gibt es drei Ausstellungen, drei kleinere, die er noch erlebt hat. Und da hat er sozusagen auch mitbekommen, dass sein Werk endlich Anerkennung findet. Tolle Bilder, die eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen. Ich empfehle Ihnen sehr vorbeizugehen im Kunstmuseum in Stuttgart. Allerdings müssen Sie sich beeilen, die Ausstellung geht nämlich nur noch bis zum 8. April. So, wir sind zurück im wärmsten Raum und zwar in deiner Küche. Das freut mich sehr und mich freut es sehr, dass wir bei dir sein durften in deinem Schloss. Das war wirklich sehr, sehr besonders, dass du unsere Zuschauer mitentführt hast in dein Leben. Und meine Sendung endet traditionsmäßig mit zwei Veranstaltungstipps und dein Bitte jetzt in die Kamera. Ja. Unbedingt sehen sollte man die Märchenerzählerin Xenia Busam, die am 5.4. im Schloss Ludwigsburg spielt. Der Treffpunkt ist am Marktplatz. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Xenia Busam erzählt Geschichten von Ludwigsburg, unter anderem Gruselgeschichten. Voranmeldung ist nötig. Einfach bei märchenklang.de schauen. Das hört sich sehr spannend an. Und wir bleiben in Ludwigsburg. Mein Tipp ist nämlich auch Ludwigsburg. Da hat die Frühjahrsmesse eröffnet. Die Strohwelten, die Geschichte der Arche Noah wird im blühenden Barock gezeigt. Da glaube ich, kann man ganz viel Spaß mit der Familie haben. Also da sollten Sie auf jeden Fall auch vorbeischauen. Johannes, alles Gute. Vielen Dank. Danke dir. Ihnen natürlich auch alles Gute. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.